Wocheneinkäufe bezahlt bekommen will, obwohl man nur zweimal die Woche da ist. Ja. Also nicht mein Freund, sondern von Caroline. Ich hab keine Boots an, Schatz. Schatz. That's just what they do. Wie viel Größe deine Füßen? Digga. Ich fahre auf bei Goyard am nicesten. Ich habe gestern einfach bei Goyard dunkelgrün gesehen am Bahnhof. Also das war so ein... Das war kein Knallgrün, wie das halt was bekannt ist, sondern das war so ein richtig dunkles Grün mit ohne so eine Neon-Nuance. Also das war so richtig erdig und das war so schön. Ich glaube, das gibt es aber aktuell gar nicht mehr. Das ist bestimmt ein altes Modell. Ich kann auch nicht lernen, Schatz. Da kann ich dir leider keine Hilfe geben. Ich bin so schlecht im Lernen. Ich habe für meine eine Uni-Klausur einfach nur 24 Stunden gelernt. Er muss ja nicht alles zahlen können. Ich nicht, aber warum soll ich für ihn was bezahlen? Ja, for real. Also wenn man jetzt zusammen wohnt, dann ist es jetzt bei meinem Freund zum Beispiel mir so, dass wir halt uns immer abwechseln. So eine Woche zahle ich, eine Woche er. Aber wenn du halt nicht mal bei ihm wohnst, sondern die Woche bei ihm bist, warum sollst du seinen Einkauf zahlen? What the fuck? So, vor allem, wenn er halt den Hauptteil da reingelegt hat. In den Einkaufswagen. Ist schon echt sehr, sehr weird. Danke für eure Follows. Awesome. You, sir. Name, here. Danke für den Follow. 50-50. Voll. Also ich finde gar nicht, dass 50-50 jetzt unbedingt gesund ist. Ich finde es auch völlig fein, wenn es 70-30 sind, wenn es abgesprochen ist, kommuniziert ist und es Gründe gibt oder so. Weil ich sag euch ehrlich, zum Beispiel 50-50 ist bei meinem Freund 1:1 Miete. Also mein Freund und ich zahlen beide genau die gleichen Anteile Miete. Aber ich bin euch ehrlich, was so Lebenserhaltungskosten angeht, ist mein Freund auch 70-30 mit mir, weil mein Freund einfach mehr Geld hat als ich, so. Und das ist auch völlig fein, wenn man vor allem auch zusammen wohnt, aber so Sachen wie, ich finde es einfach wichtig, dass man immer das gibt, was man halt auch kann und so, ja eben. So. Und ich gebe ja trotzdem das, was ich kann, also man muss ja einfach verhältnismäßig gucken. Ich gebe verhältnismäßig genauso viel aus wie er, aber er verdient halt mehr als ich. Ja. Deswegen. Aber so was ich zum Beispiel auch, also das finde ich jetzt nicht wichtig, aber wenn man es kann, finde ich zum Beispiel cool, wenn man jetzt halt wie wir auch die Miete genau gleich teilt, so, weil da fühle ich mich auch einfach besser. Also nicht, dass mein Freund nicht so eine Beziehung hätten, dass es sonst anders wäre, aber ich fühle mich einfach gut, wenn ich weiß, so, das ist wirklich zur Hälfte auch meine Wohnung, so. Ist bei meinem Freund mir jetzt nicht so, dass er mir das Gefühl geben würde, dass es nicht meine wäre, aber so da weiß ich, okay, das ist auch zur Hälfte genau meine Wohnung und dann macht mein Freund halt mal zum Beispiel die teureren Einkäufe. Mein Freund bezahlt dann zum Beispiel mal so einen 170-Euro-Einkauf und ich dann so einen 70-Euro-Einkauf, so. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich auch voll in Ordnung. Am allerwichtigsten ist sowieso, dass man darüber redet, genau. Communication is key. Das ist richtig wichtig. 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 Ich bin heute irgendwie, ich komme heute zu gar nichts. Also heute ist wirklich schlimm. Wir haben jetzt schon 12 Uhr oder so und ich wollte halt eigentlich voll motiviert sein, Videos drehen und so. Ich komme zu gar nichts. Akzeptiert ist trotzdem nicht. Das ist halt echt wirklich ein Punkt, wo man sich Gedanken darüber machen muss. Habt ihr das eigentlich alles genau besprochen, bevor ihr jetzt umgezogen seid? Nö. Also was halt die ganze Zeit von Anfang an klar war, dass wir uns Miete 1:1 teilen. Aber sonst gar nicht. Wir haben es doch immer noch nicht besprochen. Also es ist bei uns komplett nach Gefühl einfach mal. Wer gerade einfach Bock hat zu zahlen. Also wirklich, das haben wir auch überhaupt nicht abgesprochen. Das läuft komplett perfekt. So. Hast du ein paar Kindernamen, Faves? Ich finde den Namen Olivia und Ophelia richtig schön und den Namen Mai. Aber Mai passt einfach nicht meiner Meinung nach zu einem deutschen Nachnamen und so. Ja, und bei Jungs finde ich ganz schön so Old Names, so Leonard. Oder so Kaspar finde ich auch richtig cool. Ja, aber ich habe jetzt da keine konkreten. Meine drei Lieblingstaschen. Ich will jetzt ungern durch die ganze Wohnung latschen, aber die Balenciaga City Bag, die beige, die ihr auf jedem meiner Videos seht. Die Louis Vuitton Pochette, die kleine Schultertasche von Louis Vuitton. Und ich glaube, boah, schwierig, was die dritte wäre. Da kann ich mich nicht entscheiden. Also meine Top 2 sind auf jeden Fall die Louis Vuitton Pochette und die Balenciaga.
Ja. And that's just what they do. Kann mir mal jemand sagen, wie spät es genau ist, Leute? Weil ein bisschen muss ich heute auch noch tun. Ich muss auch eigentlich noch Wohnung aufräumen. Kannst du die Sack nur empfehlen? Ja. Die ist richtig cool, geräumig, schön, super. 2 für 1, okay, danke. Was mache ich denn jetzt? Also ich glaube, ich muss halt unbedingt was essen und wir haben nichts da. Einkaufen wäre super. Aber ich treffe mich in 3 Stunden mit einer Freundin. Will davor noch in die Stadt. Ich glaube, ich mache so. Ich gehe jetzt gleich entspannt in die Stadt, gucke da meine Sachen, gehe mit ihr einen Kaffee trinken und dann gehe ich einkaufen danach. Und dann ist auch schon 18 Uhr oder so. Ich muss jetzt halt auch eigentlich noch Mails beantworten. Ich muss eigentlich voll viel auch erstellen. Also ich muss noch mein Media Kit updaten. Das ist so, Media Kit ist wie zu sagen, wie so ein Lebenslauf halt auf Social Media. Den muss ich neu machen, weil der ist halt veraltet inzwischen. Sowas alles. Ich habe Semesterferien. Ich mache gar nichts für die Uni momentan. Also ich habe wie Sommerferien in der Schule. Bis April noch. Genau. Open the door. No. 7. April oder so. Also jetzt bald. 2 Wochen ungefähr. Ich habe auch Semesterferien, aber so viele Aufgaben noch. Nee, ich war aber erst im ersten Semester. Also ich habe keine Hausarbeiten, keine Forschungen, keine Präsentationen, die ich machen muss. Also ich habe gar nichts. Ja. You are annoying, honey. Be air. Was war für krasse Verlangt? Was war das krasseste, was man verlangte bei mir? War es eine Amputation? Was? Wie schaffst du es, keine Klamotten zu kaufen, wenn du geschäftlich in Geschäften bist? Selbstdisziplin? Also ich finde das jetzt nicht so schwer. Ich bin ja keine Drogensüchtige oder so, die da so auf Entzug ist. Finde ich gar nicht schwer. Also klar, manchmal denke ich mir so, oh, das hätte ich jetzt voll gerne, aber ich finde das jetzt nicht schwer. Oh. Blockt. Blockt. Ja, versuch auf jeden Fall mit ihm zu reden, das anzusprechen. Das ist ganz wichtig. Sonst wird das auf die Zukunft auch bezogen. Ein schwieriges Ding. Pullover ist von H&M. Und wir wollen, wenn wir eine Lösung finden, dann okay, aber ich möchte das nie wieder Streitthema haben. Verstehe ich komplett, komplett. Für mich wäre das extrem schwer. Das ist echt schlecht, das ist für dich extrem schwer, also nicht böse gemeint. Aber das zeigt, dass du vielleicht so schon echt an so einer Sucht bist oder so. Also ich habe auch das Kaufsucht genannt, aber ich bin nicht offiziell kaufsüchtig. Aber das ist schon echt ein schlechtes Zeichen. Da würde ich auch auf jeden Fall mal gucken, dass man sich da irgendwie ein bisschen, ja, zurückhält und mit vielleicht auch mal drüber quatscht mit jemandem oder so. Weil das ist schon echt ein, ja, doofer, ausschlaggebender Punkt. Kannst du mir auf Insta antworten? Ja, ich versuche immer zu antworten, Leute, aber es soll wirklich nicht abgehoben klingen. Ich kriege so viele DMs am Tag. Das ist manchmal, geht's halt leider unter. Und wisst ihr, was ich irgendwie kacke finde? Da habe ich auch schon mal drüber geredet. Ihr könnt jetzt sagen, wie ihr wollt. Und ich weiß, dass mir nicht jeder folgen muss. Aber ich kriege so oft so Fragen, so richtig explizite Anforderungen von Leuten, die mir nicht auf Instagram folgen. Nee, ich antworte doch nicht. Also manche Sachen schon, klar. Wenn man mich jetzt fragt, ja, hast du einen Link für den Pulli oder so? Safe, natürlich. Aber es gibt dann so Leute, wisst ihr, so in den TikTok-Kommentaren oder in den Instagram-Kommentaren, safe. Da, mir muss gar keiner folgen. Aber dann gibt es so Sachen wie, hey, kannst du mal wieder das und das Video drehen mit den und den Empfehlungen? Und sie folgen mir nicht mal. Also wofür mache ich mir dann die Arbeit für dich? Und das, da antworte ich einfach nicht mehr drauf. Also das finde ich irgendwie kacke. So, wofür mache ich das denn dann, wenn ich jemandem Arbeit, also für jemanden eine Arbeit leiste und dann keine, nicht mal den Support kriege? Andererseits bin ich auch zu geizig, das rettet manchmal voll. Ja, stimmt. Und nach ein paar Wochen könnte man das eh nicht mehr kaufen. Kein Stress. Alles gut, ich guck gleich mal rein, ob ich dich wiederfinde. Yes. Nika, merke ich mir. Nö, der Pulli ist nicht kratzig. Also finde ich jetzt nicht, ich bin da jetzt aber auch nicht so empfindlich.
And that's just what... Magst du dich selbst, so wie du bist, oder hast du manchmal Selbstzweifel? Ich kann euch jetzt mal was zeigen. Ihr seid jetzt literally dabei. Also, ich mag mich persönlich sehr gerne selbst, aber ich habe optisch ein paar Probleme. Also nicht Probleme, aber die mich hassen, die ich hasse. Und zwar sind es meine Beine. Und ihr seht sie heute mal zum ersten Mal so. I hate my fucking legs. Also, ihr denkt euch jetzt so, warum? Ich find's einfach nicht toll. Und doch, ich habe eine Hose an, Leute, aber eine ganz kurze. Ich habe einfach X-Beine und ich mag's nicht. Ich find's scheiße. Ich find's hässlich und kacke. Ich kann's überhaupt nicht leiden. Das ist so mein Punkt, der mich komplett an mir stört. Aber es ist okay. Nein, ich mach keinen Sport. Pullover ist von H&M.